Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Phoning Home, der zweite Teil, beziehungsweise die zweite Folge. Und bin jetzt gerade hier über das Schiff gestolpert, zu dem ich hin muss. Da hinten gab es keine Ressourcen mehr. Das heißt, besonders erfolgreich war ich jetzt nicht beim Sammeln. Es liegt nicht so viel rum. Stille. Es sollte kommunizieren können. Hier stimmt was nicht. Vielleicht ist die mobile Einheit drinnen. Finde die Türsteuerung und hoffe, dass die nicht auch kaputt ist. Wenn du mich fragst, sind das diese Oxys, die durchs Weltall reisen, um Leben zurück nach P1 zu bringen. Okay. Ich habe die Türsteuerung gefunden. Das ist der Grund für die Stille. Das Kommunikationsmodul ist defekt. Ersetze es. Ersetze es. Und danach müssen wir die mobile Einheit finden. Diese Schiffe fliegen nicht ohne sie. Du brauchst eine Menge Ressourcen für das Kommodul. Zuerst solltest du mal die Middleware bauen. Schau mal im Inventar nach Solarmodul und Schaltkreisen. Solarmodul kann ich bauen? Ab jetzt kannst du Solarmodule als externe Energiequelle verwenden. Ich muss doch mal Schaltkreise bauen. Kann ich nicht. Brauche ich diese Steine? Da muss ich wohl sammeln gehen. Gab nichts. Was war das? Hey, so ist die Tür wieder zugegangen. Muss ich wohl ganz viel sammeln. Ich sehe nichts. Da sind Steine. Wir haben gewöhnt, den Kompass öfter zu benutzen. Da steht's ja drauf. So, also jetzt nochmal Schaltkreise. Gut, jetzt wird es Zeit, diese Vergnügungsjacht zu reparieren. Auf dem Weg. Initialisiere Kurzwellenmodul. Check. Vielen Dank. Wie heißt du? Ion kann dich hören, aber nicht sprechen. Meine Signatur ist EU-18TR289X65. Irgendwelche Hinweise, wo deine mobile Einheit abgeblieben ist? Sie lief los, Sachen für ein neues Com-Modul zu sammeln. Ich wollte mein Mädchen zurückhalten, aber... Mädchen? Es ist die offizielle Meinung von EU-18TR289X65, dass mobile Einheiten kein Geschlecht besitzen. Mag sein. Jedenfalls wurde Arni nicht für meteorologisch herausfordernde Topografien gebaut. Ich habe ihr Signal irgendwo im Süden verloren. Sie war da und im nächsten Moment weg. Beweg dich, Iron. Diese Arni-Einheit muss um jeden Preis gerettet werden. Ich eile. Wo ist denn Süden? Andere Seite, da. Aber wie soll ich denn die hier finden? Das ist so groß hier. Ich einfach mal nach Süden laufen? Vielleicht meldet es sich ja, wenn ich in der Nähe bin. Wo sind Kristalle? Das ist schon mal gut. Danke, dass ihr nach Arni schaut. Sie ist wild und tapfer. Aber auch schnell in Schwierigkeiten. Arni hat kein Geschlecht. Bitte halte dich ans Protokoll. Das Protokoll von jemandem, der als Beruf Welten zerstören soll. Erkunden, nicht zerstören. Richtig. Ich vergaß. Du rufst dann die Bergbauflotten und die zerstören den Planeten.
Ich habe es geahnt. Das sind Oxys. Wir sind mit Oxys gestrandet. Jedenfalls könnte Ani überall sein. Wir brauchen einen besseren Überblick. Gute Idee. Da gibt es ein Plateau im Nordwesten, aber nur eine schmale Klamm im Norden führt dort hinauf. Oh Mann. Ich habe einen Wegmarker auf den Eingang der Klamm gesetzt. Finde den Weg. Mich doch gerade nach Süden geschickt. Das ist ja mal komplett die andere Richtung. Meine Güte. Ich weiß auch immer noch nicht, für was dieser Teleporter gut sein soll, weil ich habe noch keinen. Vielleicht kann der mir ja helfen. Ich könnte auch wieder eine Energiezelle gebrauchen. Verdammt, irgendwas ist immer leer. Auch diese Fotokin-Dingens-Pflanzen. Diese leuchten dann. Und schon wieder regnet's. Boah. Das Zeug nachwächst. Keinen Plan. Gibt's echt eine Map? Nee, den Kompass. Da vorne ist ein Pilz. Hab ich gesehen. Pilzchen. Da ist eine Wurzel. Dieser Planet könnte sämtliche unserer Rohstoffprobleme auf P1 lösen. Natürlich bräuchten wir erstmal Deoxygenisierer. Das ganze Leben hier ist ja nur ein Weg. Wir haben den Explorer-Hauptpreis gewonnen, Iron. Wir werden berühmt. Mhm. Was das lila Gestrüpp hier ist, weiß ich auch nicht. Das taucht nur manchmal auf und ich weiß nicht warum. Gibt es Stein? Hier irgendwo? Da? Nein. Ist da oben, ha? Komm ich doch gar nicht hin. Wenn die Aliens noch hier wären, hätten wir sie wohl schon getroffen. Ja, bin ich jetzt nicht so von was du überzeugt. Ja, das mache ich doch. Okay, ich schau. Ach nee, die schon wieder. Nichts wie weg. Insekten oder was auch immer. Dein Kartenmodul ist auch ausgefallen. Die Subsysteme zeigen keinerlei Aufzeichnungen deiner Umgebung. Das ist schlecht. Du wirst dich an die Topographie erinnern müssen. Hoffen wir, dass du keine größeren Gebiete erkunden musst, bevor wir gerettet werden. Ich soll mich an der Topographie orientieren. Schade, dass dein Sprachmodul beschädigt wurde. Ich vermisse ein paar geistreiche Antworten. Nicht, dass so etwas jemals deine Stärke gewesen wäre. Hör mal auf mich zu dissen, du. Nur weil ich nicht reden kann? Beruferroboter. Ja, vorne ist ein leuchtender Mann. Oder auch nicht, doch da. Und Kristalle. Wahrscheinlich wirst du einige Solar- und Com-Module bauen müssen. Einige? Und dafür brauchst du Kristalle. Sammle sie rechtzeitig. Mach ich doch, guck. Du könntest ja mal meinen Speicher reparieren, dann könnte ich auch mehr Sachen tragen. Weißt du?
Leuchteblume oder ist das, die Viecher? Und was gibt's hier? Wow, ach die du schon wieder, Mann. Hier wird man aber auch von allen Seiten belästigt. Ups. Hat das gemeint mit Klamm? Nee. Steht doch der Mops, wie soll ich da vorbeikommen? Habe ich noch irgendwas zum Reparieren? Treibstoff müsste ich auch noch mal herstellen. So, jetzt bin ich wieder rundum versorgt. Ich soll da hingucken. Ich weiß, das Leben sich gerne überall einmischt. Aber meine Datenbank weiß nichts über beseelte Steine. Sehr vorsichtig, wenn du Felsen begegnest. Ich muss da lang, wo der steht. Ah, keine Das war zugegebenermaßen eine ziemlich sinnvolle Bemerkung. Jedenfalls hast du einen neuen Weg. Die Klammer. Anscheinend bin ich richtig. So ist das Leben. Es tritt gehäuft auf. Oder zumindest paarweise. Mhm. Na, hat er doch eben was angezeigt. Diese winzig kleinen Teile, die er sammeln kann, muss man genau hingucken. Ist noch irgendwo eins. Ah, da. Ja? Nein. Boah. Oh, kann ich nicht mehr. Ist voll. Ah, das ist super, Sascha. Für irgendeinen guten Grund? Aber gratuliere, nicht schlecht für ein Trainee. Wo wir schon mal dabei sind, es gibt ein paar seltsame Signale im Süden. Was meinst du damit? Ich sollte doch hier nach dem anderen Roboter Ausschau halten. Ist doch wieder nicht mehr? Jetzt nicht verstehen. Ich bin da auf das Plateau gestiegen, um nach dem Roboter zu gucken. Seltsam. Ich bemerke gerade, dass dieser Planet nicht um seine Magnetpole rotiert, sondern rechtwinklig zu ihnen. Aha. Ein Planet funktioniert häufig wie ein großer Magnet. Aber so wie dieser Planet sich verhält, das geomagnetische Feld dieses Planeten sollte nicht existieren. Tut es aber. Ja, nu. Ich werde mich nicht mit einem Planeten streiten. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Verstehe ich nicht.
Das Magnetfeld eines Planeten kann so gar nicht funktionieren. Ein paar Grad Abweichung von der Rotationsachse wären erklärbar. 15 Grad, vielleicht 20 Grad. Aber keine meiner Simulationen erlaubt dem Magnetfeld eine Abweichung von 90 Grad zur Rotationsachse. Es gibt nur eine Erklärung. Ja? Dieser Planet trotz den Gesetzen der Physik, wie wir sie kennen. Und was immer das bedeutet, es ist keine gute Nachricht. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ja. Tut mir leid, ich brauche die Blumen. Was soll ich tun? Schon wieder dunkel. Es ist schon wieder dunkel. Oh, ist jetzt heiß. Heiß. Ja, ich gehe ja schon. Meine Güte. Was ist denn da heiß? Keinen Plan. Bisschen empfindlich, der kleine Roboter, was? Ion, mir gefällt dein Fortschritt. Unsere Überlebenschance hat soeben 5% überschritten. Wow. Hast du mal daran gedacht, dir eine Waffe zu bauen? Ich fürchte, hier gibt es noch mehr Gefahren als nur Riesen. Wo wir dabei sind, ich wette, dass die gesuchte mobile Einheit für offenes Gelände völlig ungeeignet ist. Das heißt, du solltest einen Attraktor bauen, um diese Ani-Einheit aus Schwierigkeiten rauszuholen. Aber zuerst musst du sie finden. Viel Glück. Photonstrahler komplett. Überlebenschance auf annähernd 6,2% angestiegen. Bin ich jetzt aktiviert? Okay. Was soll ich noch bauen, hat er gesagt. Traktor. Das habe ich noch gar keinen gefunden. Crafting-Menü finde ich ein bisschen umständlich, muss ich ja sagen. Hey, ich habe Strahler. Piu, piu. Werde ich jetzt aber nicht benutzen. Ich glaube, ich habe nicht so viel Ladung. Aber ich wollte mich reparieren. Das wollte ich eigentlich. Ich hätte mich erst reparieren sollen und dann... Ah, es ging. Vorne ist eine Blume. Sonst ist hier nicht viel, als noch ein paar Blumen, das ist schön. Ich brauche, glaube ich, dieses schwarze. Ah, das da genau. Das sieht man im Dunkeln nicht ganz so gut. Dann geht's bestimmt wieder zur Lava. Hey, ich kann einen Teleporter bauen. Endlich. Ich nur wüsste, was ich mit dem machen soll. Teleporter vollständig. Gut, das hilft dir in schwierigem Terrain. Jetzt versuche das Notsignal zu orten. Das muss ich dann mal metallische Oberfläche stand da. Also, wo habe ich denn hier eine metallische Oberfläche? Kein Plan.
Was? Voll? Das ist nix. Voll. Da, das ist da. Was ist das? Warum ist das da? Dunkel. Hell wäre netter. Wir wissen von Bäumen, die sich aus dem Boden nähren. Andere jagen, einige laufen herum oder haben Bewusstsein. Dieser hier ist nicht in meiner Datenbank. Wir kennen auch keine mit Lichtblättern, so wie die im Süden. Südliche Bäume tragen seltsame Früchte. Hey, ich will da hoch. Kann ich da oben nicht stehen? Was ist los? Hier. Seltsam. Fühlst du irgendwas? Irgendeine Induktionsladung vielleicht? Hm? Ich erkenne hier nichts. Ich habe mehr über diesen schwarzen Rückstand rausgefunden. Du kannst es in der Dokumentation nachlesen. Meine Sensoren zeigen ein Portal auf dem Felsen. Ist diese mobile Einheit dort verloren gegangen? Seltsam. Diese Service-Einheiten haben keinen Thruster. Wie kam die da überhaupt hoch? Was ist das hier? Leider schützt dieses Vieh sein Nest. Verdammt! Und sieh nach, wohin diese Einheit verschwunden ist. Wie soll ich das denn verjagen? Schießen? Jagen, hat er gesagt. Geh weg! Ich muss doch da hoch. Mir geht's schon gerade wieder nicht mehr so gut. Jetzt ist es weg. Yay. Okay. Wow. Ich höre, dass er die ganze Zeit erzählt er ganz schön wenig. So, hilfreiches meine ich jetzt. Ups. Eine Hülle? Oder so? Oh. Annie ist glücklich. Ich habe jetzt einen Begleiter.
Weil der hat doch keinen Truster. Wie kommt der denn da hoch? Ja, genau. Kann ich da den Teleporter machen? Ja, kann ich den denn benutzen? Wahrscheinlich brauche ich zwei, ne? Ich gerade mal gucken. Ob ich noch eine metallische... Ah! Da! Also ich muss jetzt hier den Teleporter machen. Oder nicht? Oh Mann. Und geht das nicht? Okay. Ja. Verstehe den Teleporter nicht. So, da ist jetzt zwar so ein Dingens, aber drei, zwei, eins. Weg ist er. Toll. Ich versteh's nicht, was soll ich tun? Yay! Oh, ich weiß aber jetzt nicht, wie das funktioniert hat. Keine Ahnung. Ich hab's ja nur ein paar Mal auf die gleiche Weise versucht und... naja. Ich bin der Explorer, ja. Voll der Profi, wie man sieht. Eine Menge Spaß zusammen. Oh, ey. Zappelt er jetzt die ganze Zeit. Hier gibt's viel nichts. Elementarstrahler für Annie. Elementarstrahler. Okay. Jetzt ein Strahler. Ja, du sollst kämpfen. Habe ich jetzt Kampfmodus eingeschaltet? Okay.
Also ganz blicke ich noch nicht durch. Ihr merkt das bestimmt. Hier ist wenigstens ein bisschen Zeug zum Sammeln. Ich sammle hier mal ein bisschen fleißig weiter und laufe ans Ende des Tunnels. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao!